Dieser Grenzzaun verläuft zwischen Deutschland und der Schweiz und den Städten Konstanz und Kreuzlingen. Er besteht schon seit der Zeit des Nationalsozialismus. Damals war er Fluchtpunkt für in Deutschland Verfolgte, die in die Schweiz flohen, um ihr Leben zu retten. Zunächst war das in den 30er Jahren eine Flucht vor der Repression. Ja, das System hat sich etabliert, es gab die Verfolgung von politischen Gegnern. Mitte der 30er Jahre begannen dann die Repressionen gegen jüdische Deutsche sehr viel stärker zu werden. Rassegesetze, die berühmten Aufschriften auf den Parkbänken, nur für Deutsche, für Juden verboten und ähnliche Dinge. Da haben sich sehr vielen Familien ist klar geworden, jetzt ist es Zeit zu gehen. Und auch da wurde diese Grenze hier wieder bedeutsam, denn man wusste, dass es hier Leute gab, die einem halfen. Einer von diesen Menschen war der Konstanzer Taxifahrer Viktor Rebholz. In den Vorkriegsjahren kamen immer wieder verzweifelte jüdische Familien in die Pension seiner Eltern und wollten ohne Ortskenntnisse in die Schweiz fliehen. Viktor Rebholz und zwei seiner Freunde halfen ihnen dabei. Als Fluchtweg wählten sie den Grenzzaun an der sogenannten Schwedenschanze im Stadtgebiet von Konstanz. Genau die gleiche Stelle übrigens, an der dem Hitler-Attentäter Georg Elser einige Jahre danach die Flucht in die Schweiz misslang. Hier wurde er festgenommen und später hingerichtet. Rebholz hatte zunächst mehr Glück. Da haben wir gesagt, jetzt müssen wir vorher was unternehmen, bevor die Polente kommt, nicht? Und daraufhin ging es los, nicht? Über Nacht dann, der erste Schwung schon. Nicht ungefähr 22, 23, 24, sowas. Und dann sind wir eben hier am Zaun, wir haben uns alles geguckt, was am leichtesten geht. Und haben dann gefunden, es geht hier. Die zwei haben den Zaun aufgemacht, ich stand da drüben schon mit dem Auto, eingeladen und nichts wie los nach Winterthur. Dort aus, die waren in Sicherheit, absolut. Und dann habe ich auch mal zwei Transporte abgeholt, direkt in Wien. Und bin mit denen von Wien direkt hierher gefahren und von hier auch rüber. Viktor Rebholz verstarb im Sommer 1997. Biografische Aufzeichnungen über ihn gibt es nicht. Er verhalf fast 40 Jüdinnen und Juden in die Schweiz. Über seine Fluchthilfe hinaus war er politisch nicht aktiv. Er half aus Menschlichkeit. Es gab jedoch noch weitere solcher Helfer. Auch die Konstanzer Bücherstube der Familie Neser war immer wieder Anlaufpunkt für Flüchtlinge. Der Sohn und heutige Buchhändler Peter Neser erinnert sich an seine Kindheit und beschreibt den Mut seiner Eltern. In welche Gefahren die sich begeben haben, ich weiß nicht, ob ihnen das klar war. Man lebte da drin, der Alltag war nicht ungefährlich. Dies musste auch Viktor Rebholz erfahren, der an diesem Grenzübergang festgenommen wurde. Da war ziemlich viel Schnee gefallen. Und ich habe Mittag dabei gehabt, hatte neue Reifen. Und dann gab es hier auf der Straße einen wunderschönen Abdruck. Dann hat die haben dann mitgemerkt mit der Zeit, oder ein Nachbar irgendetwas, dann hat sie benachrichtigt, dass da was läuft. Und dann haben die einen Abdruck gemacht, das Gips. Und ich am Zoll zurückkam von Winterthur, habe ich mir bloß einen Abdruck unter die Nase gehalten und sagen, sie, kommen Sie mal rein hier, da, das ist von Ihrem Auto. Und das war ein Stadtzugreifen, gell? Erst wurde ich mal zwei Tage eingelocht da oben. Bis die Kaution da war, nicht für Zollvergehen hieß das damals. Und dann, wo das bezahlt war, konnte ich gehen. Aber die Schweine haben mich doch gleich wieder deren die SS verpfiffen, da das jetzt herkommt, wo da mit den Juden darüber ist. Und daraufhin wurde ich von denen festgenagelt und hier ins Gefängnis. Ne? Und wie gesagt, da war ich 8 Monate, da habe ich den Prozess gehabt und der hieß wegen Passvergehen 7 Monate, na schön. Und von dort, wo ich entlassen wurde, stand schon wieder die SS vor der Türe. Nicht? Gleich wieder eingelocht, und zwar dann nach Sachsenhausen, später nach Fürstenberg, KZ, jeweils ungefähr 8 Monate. Auch in dieser dramatischen Atmosphäre gab es Leute, die erkannt haben, dass es hier um eine Frage von Leben und Tod geht und deshalb geholfen haben, unter sehr hohem Einsatz. Das war ein sehr großes Risiko, vor allen Dingen dann nach Kriegsbeginn, denn da war die Grenze außerordentlich scharf bewacht. Man lebte in einer Diktatur. Und da war nur die Frage, macht man da mit oder ist man in irgendeiner Art Opposition, fühlt, dass Leute in Bedrängnis sind. Und dann ist es eine Art, das habe ich bei meiner Mutter verspürt, bei ihren Äußerungen,
eine Art Selbstverständlichkeit, dass man da immer in den Möglichkeiten des Augenblicks hilft.